Moin, dieses Video ist ein Projekt, was ich mal für Kunst gemacht habe. Also ist es kein traditioneller Dub. Viel Spaß. Ah, Mama Mia. Jetzt brauche ich eine Auszeit. Hallöchen. Ah? Wer bist... Ich bin Proxy. Oh Gott, wie der sich anhört. Egal, ich bitte dich zu gehen, ich habe einen super schweren Tag hinter mir, würde jetzt gerne entspannen und mit diesen ganzen Sprechblasen ist das nicht möglich. Entspannen? Hier? Hier ist doch alles schwarz-weiß. Erstens, in Mangas ist immer alles schwarz-weiß gehalten. Und zweitens, natürlich entspanne ich mich hier. Ist doch schließlich mein Zimmer. Und wie stellst du das an? Ich zeig's dir. Ah ja, meine Videospielansammlung. Und das sind noch lange nicht alle. In meinen Schränken habe ich noch ein paar mehr verstaut. Jetzt nicht die unbedingt schlauste Weise, seine Zeit zu vertreiben. Also hin und wieder möchte ich mit meinem Hirn noch einfach nur abschalten, weißt du? Pornos! Ach, papalapap, Pornos, das sind Mangas. So ziemlich nichts sieht sich lieber in meiner Freizeit als Manga. Pornos! Weißt du nicht auch irgendwie, dass du meine Nerven ein bisschen mit einem Presslufthammer bearbeitest? Und hier habe mein Schreibtisch. Der ist zwar eigentlich für Schulsachen da, aber vorzugsweise zeichne ich dort. Kunst, Englisch, Erdkunde, Mathe? Jo, die vier Fächer habe ich im Abitur. Abitur? Bist du mit der Schule etwa verheiratet oder was? Also manchmal kommt es mir echt so vor. Und hier hätten wir meine Gitarre. Spielst du die auch gelegentlich mal? Klar. Der Staubdecke zu urteilen, lügst du. Also so eine Frechheit muss ich mir jetzt echt nicht geben. War das einfach schon alles? Nun ja, also eine Sache gäbe es da noch. It's-a-me, Mario! Wow, Mann, du solltest wirklich in der Hölle schmoren. Moment mal, Mickey, sieh dir das an. Hör auf, mich Knöchelkopf zu nennen, du blaues Nadelkissen. Um fair zu sein, ich stecke nicht alle Tiere in Bad, nix. Ah ja, Super Sonic, habe ich nicht recht. Leidest du von einer multiplen Persönlichkeit? Hau ab! Mein Ort. Ich krieg ja nirgendwo sonst meine Ruhe.